Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und somit zu meinem größten Projekt, was ich je, ja sagen wir mal fast alleine, beziehungsweise ich habe es alleine gestartet und jetzt bekomme ich zum Glück Unterstützung. Ihr könnt das hören, ich bin sehr angeschlagen. Ich bin jetzt seit einigen Tagen erkältet. Mal geht es mir ein bisschen besser, mal wieder total schlecht. Ich finde, das ist auch immer so von Stunde zu Stunde unterschiedlich. Heute Morgen bin ich aufgewacht und habe mir gedacht, boah, ich fühle mich wieder gut. Habe auch super geschlafen, aber jetzt wieder alles komplett dicht. Und ja, fühle mich auch sehr schlapp. Nichtsdestotrotz habe ich eine große Baustelle hier, die auf jeden Fall ja, beendet werden muss, weil so können wir das nicht lange lassen. Und zwar geht es um unser Treppenhaus. Ich habe das ja auch schon mal erwähnt gehabt in einem Livestream, auch schon in einem Video, dass unser Treppenhaus schon lange ein Dorn für mich im Auge ist, eigentlich schon von Anfang an. Sehr alt und ich war einfach unzufrieden. Außerdem haben wir ja damals alle Wände verputzen lassen im Haus, bevor wir hier eingezogen sind. Ich muss sagen, das war keine gute Entscheidung, weil, okay, wir wussten auch damals nicht, dass wir einen Hund haben werden, aber sobald der Hund nur gegen die Wände kommt mit seinem Halsband, bröselt der Putz und generell ist es oft ja, dann schmutzig am Rand, wenn er die Treppe hochläuft. Und wie gesagt, das ging mir schon immer auf die Nerven. Ich weiß auch gar nicht, wie oft ich im Jahr das Treppenhaus streiche oder gestrichen habe. Immer so auf der Höhe, wo der Hund langläuft. Und deswegen haben wir jetzt gesagt, wir werden die Wände jetzt glatt machen, bis zu einer Höhe von 1 Meter circa. Und dann Elefantenhaut drüber machen. Das heißt, wenn der Hund mal entlang läuft und dreckig macht, kann man das dann wieder abwischen. Aber auch wenn die Kinder da mit den Händen oder so an der Wand entlang laufen. Ja, außerdem wollte ich auch ein bisschen Farbe wieder ja, im Treppenhaus haben und einen neuen Belag auf der Treppe. Wie gesagt, ich blende euch auf jeden Fall hier ein paar Bilder ein, wie das Treppenhaus vorher aussah, was für einen Belag wir da hatten. Ich habe natürlich gehofft, dass unter dem Belag ein schöner Holzboden drunter ist, dem ist das nicht so. Deswegen müssen wir wieder mit einem Belag arbeiten. Und ja, ich habe jetzt in der letzten Woche, wo ich alleine war, Marius war nämlich auf Geschäftsreise, den alten Boden rausgerissen, die alten Leisten. Ich habe angefangen, das Treppengeländer abzuschleifen. Und ja, notgedrungen musste der Marius mir dann auch gestern helfen. Wie gesagt, ich bin sehr angeschlagen. Er hat mir geholfen, alles abzumessen, bis wohin wir verputzen. Hat auch die Wände schon abgekratzt, dass der lose Putz sozusagen abfällt und alles grundiert. Denn heute Mittag kommt mein Bruder und wird mir helfen, das Ganze glatt zu verspachteln. Beziehungsweise ich glaube, er wird alles alleine machen. Ja, Boden, also Bodenbelag habe ich auch schon bestellt. Genauso wie die Trittleisten und den Lack fürs Geländer. Ich zeige euch mal, wie es jetzt aktuell aussieht. Es halt auf jeden Fall hier ganz schön. Und zwar, wie gesagt, haben wir hier auch, das ist hier der Eingang ja zu uns ins Wohnzimmer und so, hier haben wir den Belag rausgemacht. Da war derselbe wie da drüben. Genau. Und hier wird die Wand dann auch glatt verputzt. Hier geht es auf unseren Balkon. Die Holztreppe bleibt ganz normal so, wie sie ist. Genauso wie das Geländer bis hierhin bleibt auch so, wie es ist. Auch wenn es abgenutzt ist, finde ich überhaupt nicht schlimm. Ich finde das auch schön. Mir gefällt diese Holztreppe super. Wenn das alles so wäre, würde ich auch nichts machen, außer die Wände zu verputzen. Ja, ich habe die ganzen Bilder hier abgemacht. Ihr könnt die ganzen Nägel sehen. Steht nämlich da hinten in der Kiste. Es war alles so verstaubt. Es ist wieder Staubschicht dran, obwohl ich gestern den ganzen Abend hier alles abgestaubt habe. Jede einzelne Rille, auch die Decken, alles habe ich abgestaubt. Was wir hier mit der Treppe machen, das steht noch in den Sternen. Eigentlich müssten wir das auch mit streichen, weil mir gefällt das gelbliche Beige überhaupt nicht. Vor allem ist das auch so fleckig. Ihr sehen könnt, ich glaube, wenn ich mich auf eine Leiter stellen würde und das Ganze schrubben, würde es vielleicht nochmal einen Tick heller werden. Aber da oben sieht man schon, dass ein bisschen von dem Lack abgeht. Das Sinnigste wäre eigentlich, das Ganze abzuschleifen und neu zu lackieren. Aber ich sage es euch, das Schleifen ist mein Endgegner. Ich habe nämlich hier das ganze Geländer. Ihr seht, hier sind noch ein paar glatte Stellen, obwohl man das jetzt erst sieht, nachdem ich alles sauber gemacht habe. Auf jeden Fall habe ich das alles angeraut, weil das alles dann, wie gesagt, weiß lackiert wird. Genauso wie hier. Hier hatte ich auch noch so eine dünne Leiste abgemacht. Deswegen ist da auch so ein Schlitz. Aber das wird, wie gesagt, eh verputzt. Und dann kommt noch mal so eine kleine Leiste dran. Ja, hier haben wir alles abgemessen, bis wohin wir das Ganze glatt machen werden. Man sieht auch den Unterschied ein bisschen. Hier ist das ein bisschen jetzt glatter wie hier, weil der Marius das alles so abgekratzt hat. Ja, hier ist noch der eine Teppich. Das habe ich mir jetzt angelassen, um die Füße mal so ein bisschen abzustauben.
Ja, wie gesagt, der Belag ist hier jetzt ab. Und hier auch. Das wird alles dann einheitlich. Genauso wie hier. Und hier haben wir die alten Fliesen auch rausgestemmt. Hätten wir es vorher gewusst, dass hier so ein Boden drunter ist, wären wir viel vorsichtiger gewesen mit Stämmen. Denn jetzt sind hier überall die Matten drin. Sonst hätten wir einfach das hier behalten, weil wir das ganz schön finden für den Eingang. Aber wir werden hier neue Fliesen reinlegen. Nicht denselben Belag wie auf die Stufen, weil hier einfach wirklich immer viel Verkehr ist und Steinchen und alles. Und wenn wir denselben Belag nehmen würden wie von der Treppe, würden da schnell Macken reinkommen. Ja, hier wird das Ganze auch dann glatt verputzt. Wie ihr sehen könnt, ist alles abgemessen. Hier ist auch schon Grundierung drauf. Und hier stand ja unsere Garderobe. Die kommt auch wieder dahin. Und ja, das alles, wie gesagt, ist jetzt geschliffen oder angeraut. Bis auf oben das eine kleine Stück, das muss ich noch machen. Und das wird dann alles weiß. Genau, so sieht das jetzt aktuell aus. Hier kommt ein PVC-Belag drauf mit einer 20 auf 25 mm Trittleiste. Und ja, dann wird die Treppe komplett einheitlich. Vorher hatten wir ja so einen Belag auf den Stufen und die Rückleiste war rot. Wie gesagt, ich blende euch ja hier immer die Bilder ein. Und das wird dann alles einheitlich. Und ich bin echt sehr gespannt, wie das Treppenhaus dann aussehen wird. Ich überlege nämlich dann, die Wand hier unten in einem Grauton zu machen, weil der Belag von unten auch gräulich sein wird, in so einem Marmor. Nee, Marmor sage ich schon, Betonoptik. Und alles andere wird ja weiß, deswegen glaube ich, dass das ganz cool aussehen wird mit Grau. Hier kommt dann auch eine schöne Holzvertäfelung oder wie man auch immer das nennt, so eine Leiste hin. Und ja, ich bin wirklich sehr gespannt, wie das hier dann aussehen wird. So, die kleine Maus ist jetzt wach. Ich muss jetzt erstmal Gassi. Und wie gesagt, später kommt mein Bruder und wir fangen dann an, das Ganze zu verputzen. Beziehungsweise zu glatt zu verspachteln. Und ja, werden dann sehen, wie weit wir heute kommen. Aber ich freue mich auf jeden Fall sehr. So, mein Bruder ist inzwischen da. Ich habe meine Arbeitssachen an. Und ich habe spontan mich dazu entschlossen, mitzuhelfen beim Verputzen. Ich bin so eine, es muss ja alles schnell gehen. Und ich wollte euch zeigen, wie meine ersten Versuche aussehen. Und zwar ist das meine Wand. Ich habe eben nicht aufgemacht und habe da voll über die Markierung drüber verputzt, weil wir haben da ja ein Strichspiel sehen könnt. Ja, Leon rührt auf jeden Fall gerade nochmal mehr Masse an, weil er hat jetzt erstmal nur ein bisschen, um zu gucken, wie das Ganze so sich verhält. Er hat auf jeden Fall hier ganz schön gestruggelt. Also ich finde, meine Wand sieht besser aus. Nein, Spaß. Es ist der nächste Tag. Ich muss sagen, ich habe gestern bestimmt bis 9:30 abends hier noch rumgespachtelt, wie ihr hören könnt. Ich höre mich immer noch nicht gut an. Mir geht es auch gefühlt heute schlechter als gestern. Mir blocken jetzt auch noch die Ohren so. Mein Bruder war gestern noch bis, glaube 8 Uhr oder so hier und hat mir geholfen. Und ich muss sagen, ich bin so stolz auf mich. Das war ja das allererste Mal, dass ich gespachtelt habe. Und ich finde, dafür habe ich das wirklich gut gemacht. Außerdem habe ich auch den größten Teil gemacht. Und ich zeige euch mal, wie das jetzt hier aussieht. Das Blöde ist ja, wie ihr sehen könnt, es ist noch nicht alles trocken geworden. Es liegt daran, dass wir ja hier bei uns im Treppenhaus gar keine Heizung haben. Wir hatten zwar die Wohnzimmertür auf und haben den Ofen extra angemacht. Hier ist es auch relativ gut abgetrocknet, aber je weiter runter man geht, desto feuchter ist es. Aber guck mal, die Wand ist noch nicht geschliffen und trotzdem sieht sie schon wirklich gut aus. Klar, hier und da mal so Macken. Das werde ich heute schleifen, sobald das alles trocken geworden ist. Und ja, wie gesagt, ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden. Ich habe gestern, als ich das erste Mal angefangen habe, das war so die erste Fläche, habe ich gar nicht aufgepasst und habe einfach darüber gespachtelt. Deswegen sieht das so aus, aber kann man ja nachstreichen. Ich habe ja weiße Farbe da. Und ja, wie gesagt, es muss nur noch alles abgeschliffen werden. Und dann wird das nur noch mit Latexfarbe gestrichen. Ich überlege auf jeden Fall hier die Seite, also diesen Teil hier in so einem Grau zu machen. Unser Boden wird ja so eine Betonoptik, PVC-Belag haben. Und das hier und das Geländer wird weiß. Genau, ich kann euch auch gerade die Farbe zeigen. Denn mein Bekannter hat mir auch gestern schon die Farbe gebracht. Also wie ihr sehen könnt, das ist jetzt auf jeden Fall alles hier gespachtelt.
hier natürlich nicht so gut. Also ich muss sagen, da war ich froh, dass mein Bruder mir geholfen hat und diese, na, wie nennt man das, diese Eckschutzleiste dran gemacht hat, weil das hätte ich vielleicht, naja, wer weiß, ich hätte es vielleicht schon hingekriegt, aber halt nicht so gut, ne? Fokussiert gar nicht, doch so. Ja, und hier die Ecke war von Anfang an schon blöd. Naja, wir gucken mal. Und so Stellen wie hier ist das wirklich so räudig zu spachteln. Ja, so schaut das jetzt hier aus. Genau, das ist die Farbe bzw. der Lack, womit ich das Geländer streichen werde. Das ist wirklich aus einem Fachhandel, also jetzt nicht Baumarkt oder so. Da muss ich auch nicht grundieren vorher, sondern es reicht, wenn ich mit der Farbe hier mache. Das ist jetzt auch etwas matter. Die 2,5 Liter haben mich jetzt hier über 70 Euro gekostet. Das ist schon heftig. Ja, also wie gesagt, ich habe jetzt auch meine Freundin gefragt, ob ich einen Heizstrahler von ihr haben kann, beziehungsweise einen Heizlüfter, den ich hier aufstellen kann für ein paar Stunden, damit die Ecken und alles trocken werden. Wie ihr sehen könnt, da ist das echt ganz schön feucht. Ich werde jetzt, wie gesagt, auf jeden Fall anfangen zu schleifen. Hier oben habe ich noch nicht abgeschliffen, also bis hierhin schon. Hier oben muss noch. Und eigentlich auch noch hier unterm Geländer ist es noch nicht richtig aufgeraut, also da muss ich eigentlich noch mal ran. Ansonsten, wie gesagt, wenn dann der Putz alles glatt gemacht ist, muss halt alles noch mal abgestaubt werden, alles sauber gemacht werden. Na, ob ich das heute schaffe, das glaube ich eigentlich gar nicht mehr. Aber morgen könnte man anfangen zu streichen und übermorgen kommt dann auch schon der Bodenbelag. So viel dazu. Es sind jetzt 2 Stunden vergangen. Ich habe den Heizlüfter bei meiner Freundin abgeholt, aber das ist so ein kleines Teil. Ich habe eigentlich gedacht, dass sie was Größeres hat. Ich werde gleich bei ihrer Mama auch nochmal eins holen und hoffe, dass es bis heute Nachmittag ein bisschen getrocknet ist. Ich habe auf jeden Fall die trockenen Stellen schon mal angeschliffen oder probiert zu schleifen und ich muss sagen, es sieht so gut aus. Wirklich, ich bin, es ist einfach so toll, dass es wirklich geklappt hat, so wie ich es mir vorgestellt habe. Es ist halt eine übelste Sauerei, da ist so eine heftige Staubwolke drinne bei uns im Treppenhaus und ich hatte jetzt gerade eben nur ein paar Sekunden die Tür auf, weil ich hier reingegangen bin. Und der Boden ist schon komplett mit Staub bedeckt. Also ich glaube, die komplette nächste Woche kann ich damit verbringen, das Haus sauber zu machen. Aber so ist es dann. Es ist halt so. Deswegen, wie gesagt, ich hoffe, dass das bis heute Nachmittag alles trocken ist, dass ich heute streichen bzw. das Gelände anfange zu lackieren. Diesen Gedanken habe ich jetzt wirklich verworfen. Also das wird auf keinen Fall. Ich hoffe, dass ich vielleicht morgen Nachmittag oder morgen Mittag mit dem Lackieren anfangen kann. Vormittags habe ich eh keine Zeit, da bin ich mit der Kleinen unterwegs. Deswegen hoffe ich, dass wir heute, wie gesagt, alles glatt bekommen, dass der ganze Staub sich dann setzen kann und wir alles absaugen können und alles sauber machen können. So, wie gesagt, dass ich morgen lackieren kann. Ich bin mal gespannt, drückt mir die Daumen. So, es sind jetzt 1,5 Tage insgesamt vergangen, seit wir gespachtelt haben. Und ich muss sagen, es gibt immer noch Stellen, die feucht sind. Das ist so nervig. Ich zeige es euch mal. Und zwar hier. Jetzt läuft dieses Teil hier. Das müssten wir aber gestern ausmachen, weil es einfach verbrannt gerochen hat. Also das kann man wirklich nicht lange laufen lassen. Und ich habe auch echt Angst. Ach toll, jetzt bläst das kalt. Warum bläst das denn kalt? Ja, wie auch immer, auf jeden Fall, da ist es noch ein bisschen feucht, hier ist es noch ein bisschen feucht, hier an den manchen Stellen auch. Ich sag mir nicht, das ist jetzt auch hier die ganze Zeit. Schini. Da ist es noch ein bisschen feucht, hier ist es auch noch, deswegen kann ich das hier jetzt auch gerade noch nicht glatt machen. Ihr sehen könnt, hier habe ich teils schon glatt geschliffen. Auf jeden Fall haben wir eigentlich so gut es geht schon geschliffen, wo es ging. An den Stellen, wo es nass war, natürlich nicht. Also das ist jetzt echt blöd, weil das hält total auf. Hier, die Wand ist eigentlich auch fast durch, bis auf da in den Ecken. Und hier könnte man schon theoretisch anfangen. Hier ist es ja getrocknet, nur da unten noch nicht. Ja, wie gesagt, das hält ganz schön auf, weil es hier so verstaubt alles ist. Und solange es hier alles verstaubt ist, kann ich auch nicht das Geländer streichen. Ja.
Jetzt werde ich mal gucken, dass ich schon mal die Stellen, die jetzt getrocknet sind, schon mal schleife. Ja, wie ihr sehen könnt, da unten, das ist wirklich alles noch feucht. Da kann man gar nichts machen. Hier ist alles trocken, auch wenn das so fleckig aussieht. Aber das ist alles trocken und auch schon glatt geschliffen. Ich finde das super. Okay, hier ist halt noch Staub, aber mir gefällt das so gut. Und das wird ja dann einfach mit Latexfarbe gestrichen. Hier ist es eigentlich auch schon fast fertig. Ja, hier noch die eine Ecke muss noch ein bisschen. Ja, ich werde mich jetzt auch dem Boden hier widmen. Erst habe ich ja gedacht, man muss das vielleicht bis komplett bis zum Boden. Aber jetzt habe ich mir gedacht, ich mache jetzt nur noch die Klebereste hier weg und werde Ausgleichsmasse besorgen und das dann einfach ausgießen. Weil ich glaube, das ist einfacher, wie das alles hier abzumachen. Das gibt ja dann auch nochmal Sauerei. Deswegen, ich widme mich jetzt hier den Kleberesten. Hoffe, dass sie relativ gut abgehen. Und ja, morgen kommt ja auch schon der Belag. Aber ja, ich bin leider nicht mehr so optimistisch. Es ist der nächste Tag. Es ist Donnerstag. Heute wird der Boden, also der Bodenbelag geliefert. Und ja, gestern ist ein bisschen was passiert. Maris hat hier das alles grundiert, weil wir erst überlegt haben, machen wir das alles weg oder füllen wir das Ganze auf? Und wir haben jetzt gesagt, wir füllen das Ganze auf. Es sind ja nur ein paar kleine Stellen, die offen sind und halt ein paar Klebereste. Deswegen kommt da heute Nachmittag Ausgleichsmasse hin. Außerdem habe ich alles, so gut es ging, abgeschliffen. Außer hier die eine Ecke. Die ist irgendwie immer noch ein bisschen feucht, finde ich. Aber die Höhe ist, glaube ich, die Leistenhöhe. Deswegen, ich lasse es jetzt erstmal hier unten genauso. Und hier, das trocknet irgendwie auch nicht. Aber wie gesagt, eventuell passt das genau mit der Leiste, die dann später hinkommt. Und wenn nicht, kann ich das immer noch nachträglich abschleifen, wenn das Ganze hier schon fertig ist. So viel Sauerei macht das dann auch nicht. Genauso wie hier unten. Da muss auch noch. Aber wie gesagt, es ist auch immer noch nicht 100% trocken, deswegen lasse ich das Ganze jetzt auch einfach. Ich habe schon alles gestern sauber gemacht, alles abgestaubt, die Decke und so weiter. Also bis 9:30 war ich gestern noch zugange. Und ja, jetzt werde ich alles abkleben und werde anfangen, das Geländer zu lackieren. Wie gesagt, ich habe hier schon alles stehen, auch mein Kaffee. Ja, heute ist das Licht leider nicht optimal, weil es regnet. Das ist ein bisschen blöd, aber ich mache jetzt das Beste draus. Wie gesagt, ich klebe jetzt erstmal ab und gucke, wie weit ich komme und dann fange ich an. Weil wie gesagt, hier wäre es schon gut, wenn ich das Ganze heute schon mache, wenn der Maris dann den Boden heute Nachmittag macht. Ja, ich bin mal gespannt, wie die Farbe so performt. Und allgemein, wie das aussehen wird. Ich freue mich schon. Wirklich, auf diesen Schritt habe ich mich jetzt schon die ganze Zeit gefreut. Und ich hoffe, es wird. Genau. Ich habe auf jeden Fall auch hier nochmal ein Mikrofasertuch, um trotzdem nochmal drüber zu gehen. Also, obwohl ich ja gestern alles sauber gemacht habe, setze ich ja immer wieder Staub ab. Deswegen werde ich, bevor ich anfange, dann nochmal zu lackieren, nochmal drüber gehen. Aber erstmal abkleben. Ich habe schon mal einen Teil
gestrichen. Ich muss sagen, es sieht wirklich so schön aus, aber ich werde auf jeden Fall ein zweites Mal lackieren müssen, weil hier blickt noch das Dunkle durch, wie ihr sehen könnt. Am Anfang war ich auch so, ja, und da wusste ich noch gar nicht, wie der Lack so performt. Und ja, eigentlich dachte ich, dass das nicht solche, wie nennt man das, diese Wassertropfen, also diese Tropfen machen würde. Und eigentlich habe ich versucht, auch nicht zu viel Lack zu nehmen, aber irgendwie, glaube ich, habe ich doch ein bisschen viel benutzt. Ja, auf jeden Fall werde ich eine zweite Schicht machen müssen. Das gefällt mir zum Beispiel hier gar nicht. Da gehe ich gleich nochmal mit dem Pinsel mal drüber. Ich hatte jetzt mal ein paar Stunden Pause, also 2 Stunden ungefähr. Der Bodenbelag wurde auch inzwischen geliefert. Ja, bin schon gespannt, wie es hier an der Innenseite sein wird, zu streichen. Ja, genau, ich muss mal gucken. Ich glaube, das war alles ein bisschen zu viel an Farbe, obwohl ich gar nicht so viel benutzt habe, aber irgendwie läuft das an manchen Stellen komisch. Ja, ich werde auf jeden Fall jetzt hier gleich mal abkleben und dann die Tür hier aushängen. Ich muss nur gucken. Ich weiß gar nicht, wo ich sie dann lackiere. Auf jeden Fall wird sie ausgehängt und ja, die werde ich dann wahrscheinlich im Wohnzimmer. Aber das riecht. Muss ich noch gucken. Ja, aber erstmal klebe ich das hier ab. Und da auch die Wand und so. Und dann ja, gucke ich mal, wie weit ich komme. So, ich habe jetzt alles einmal lackiert, bis auf die Tür unten. Hier muss der Maris mir aushängen. Irgendwie kriege ich das nicht hin. Obwohl das ja eigentlich einfach ist. Ja, so sieht das aus. Ich werde auf jeden Fall noch einmal lackieren. Hier unten, das gefällt mir gar nicht. Aber es ist auch echt zu blöd, da dran zu kommen, wirklich. Ich weiß auch gar nicht. Ja doch, also hier ist es schon gut geworden. Ja, wie gesagt, die Tür muss noch. Hier oben bilden sich so komische Pünktchen. Bin mal gespannt. Ja, das Licht jetzt ist eh nicht mehr optimal. Also ich werde den zweiten Anstrich eh morgen machen. Man braucht ja so 6 bis 8 Stunden. Ja, bis es trocken ist. Genau, das hatte ich jetzt alles gemacht. Ich habe auf jeden Fall gut Sauerei gemacht. 1-2 Mal nicht aufgepasst, ist mir die Farbe rausgelaufen. Aber wie gesagt, ich finde, das sieht jetzt schon so geil aus. Ja, und wegen hier oben. Ja, das sieht natürlich jetzt nicht mehr so schön aus. Oder generell, das sah ja nie schön aus mit diesem beigen. Ja, ich suche nach der einfachsten Variante. Und ich habe mir gedacht, warum lasse ich das nicht einfach abhängen? Ja, Maris hat gesagt, er kennt jemanden, der das macht. Ich werde mal anfragen, ob das überhaupt möglich ist. Ich werde mich auf jeden Fall heute Abend mal ein bisschen informieren. Ja, so sieht's aus. Genau, morgen mache ich dann den zweiten Anstrich und der Maris wird später hier eine Ausgleichsmasse eingießen. So, die Tür ist abgehängt. Die werde ich jetzt lasieren. Ich habe sie auch gerade sauber gemacht und da wurde der Griff auch nochmal angeschliffen. Genau. Jetzt wird sie weiß lasiert. Es ist Freitag, das heißt, wir müssten theoretisch schon mit dem Bodenbelag anfangen. Ja, wir haben jetzt 9:30 und ich würde gerne jetzt den zweiten Anstrich machen vom Gelände. Ich zeige euch jetzt mal, wie das aussieht. Übrigens war ich eben im Baumarkt und habe hier so ein Spray gekauft. Damit will ich die alte Türklinke ansprühen in schwarz-matt. Und ja, bin mal gespannt, ob das dann hält. Genau, Maris hat ja gestern hier die Ausgleichsmasse gegossen. Ich glaube, ein paar Stellen müssten wir noch anschleifen. Genau, das soll der Maris aber dann später entscheiden. Genau, wie gesagt, hier sind Hector seine Haare. Na, klebt. Okay, das ist hier noch nicht so wirklich trocken, merke ich gerade. Dafür ist das eigentlich schon recht trocken. Sieht richtig gut aus, also mir gefällt das so gut. Natürlich sieht man noch ein paar Schattierungen durchblitzen. Vor allem hier, aber das ist auch echt so schwer, da dran zu kommen. Aber ich bin mal gespannt, wie es aussehen wird, wenn ich nochmal drüber gehe. Ich frage mich, warum die Seiten noch ein bisschen klebrig sind. Ja, doch hier auch. Hier ist es aber trocken. Ja, genau. Hier ist noch ein bisschen was runtergelaufen. Na. So, was macht
man bestimmt nicht. Aber naja, ich würde eh gleich nochmal streichen. Oh Mann, das nervt. Diese Stellen, die dann runterlaufen. Genau. Und die Tür mache ich jetzt als erstes, damit sie schnell trocknet. Genauso wie hier frage ich mich, warum diese Pünktchen hier überall gekommen sind, weil ich die Tür wirklich sauber gemacht habe und alles. Ja, die klebt auch noch ein bisschen. Genau. Na, was haben wir hier? Staub. Ja, die werde ich jetzt auf jeden Fall als erstes machen. Wie gesagt, den alten Türknauf werde ich schwarz ansprühen. Genauso wie hier, weil ich will die Tür nämlich auch weiß machen. Mal gucken, ob ich sie von beiden Seiten mache. Ich weiß auch nicht, inwieweit man sie raushängen kann. Ich glaube gar nicht. Die Seite zu streichen im Stehen ist ja eigentlich überhaupt kein Problem. Nur von der Rückseite wird es schwierig. Deswegen eigentlich wäre es mir lieber, wenn ich die Tür aushängen würde. Aber dann ist es auch kalt. Naja, ich überlege es mir. Aber wie gesagt, ich werde jetzt auf jeden Fall alles hier nochmal streichen. Vor allem da oben sieht nicht so gut aus. Ja, hier riecht es so extrem nach Lack. Ja, und mein Ziel ist es, wie gesagt, heute alles fertig lackiert zu haben. Und ja, hoffentlich können wir eventuell heute schon mit den Böden anfangen. Wenn nicht, dann halt morgen. Aber mein Ziel ist es auf jeden Fall, bis Sonntag fertig sein mit dem Belag. Die Leisten werden aber erst am Montag geliefert. Die wurden vergessen. Genau. Und dann werden wir erst die Wände streichen. Falls ihr euch fragt, warum erst dann. Wir müssen gucken, welchen Grauton wir brauchen. Und das wollen wir erst sehen, wenn der Boden liegt. Ja, weil es schwierig ist. Und gestern ist nicht mehr viel passiert, außer dass ich das Ganze zweimal lackiert habe. Der Boden müsste inzwischen trocken sein. Wir fragen uns, warum es immer noch so fleckig ist. Aber es sind ja jetzt inzwischen schon 40 Stunden, 42 Stunden gegangen. Was ich aber gemacht habe, ist, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, hier war ja ein schwarzer Weltkartensticker. Der hat sich aber angefangen abzulösen, also dieses Wandtattoo. Und deswegen habe ich das einfach mit Airbrush angesprüht und dann den Sticker abgemacht, weil ich mir dachte, bevor alles abgeht und ich, wie sagt man, nicht mehr zuordnen kann, wo was hingehört und nicht mehr den passenden Sticker finde, besprühe ich das Ganze jetzt einfach. Und ja, so sieht das Ganze jetzt aus. Ich bin echt zufrieden. Vor allem, wenn Licht an ist, sieht es richtig cool aus. Ja, so schaut es aus. Und heute Abend, heute tagsüber hat man keine Zeit, werden wir anfangen, den Bodenbelag zu machen. Ich bin gespannt. Acryl zu machen, ne? Ja, genau. Woche neues Glück. Wir haben gestern angefangen mit dem Bodenbelag. Wir haben aber auch alles schon zugeschnitten. Es muss nur noch geklebt werden. So schaut es bis jetzt aus. Hier vorne kommt auch noch mal der Belag und dann oben drauf eine Trittleiste in Alu. Genau, so sieht das aus. Also mir gefällt das sehr gut schon. Wie gesagt, der Rest muss noch geklebt werden. Dieser Kleber stinkt so extrem. Wie gesagt, wir haben alles schon abgemessen. Es muss nur noch geklebt werden. Ich war eben bei Obi, habe eine Wandfarbe gekauft. Ich bin so gespannt, weil ich ein Musterstück
vergessen habe mitzunehmen. Ich hoffe sehr, dass die Farbe was ist, weil ich kann sie nicht umtauschen. Ich habe das anrühren lassen. Und ich habe gestern Abend schon alles abgeklebt. Blöd, weil, darf ich gleich wieder alles abmachen. Ich habe nämlich jetzt solche, hier solche Leisten gekauft. Die werde ich gleich mit so einem Montagekleber hier hinkleben. Dann muss ich das Ganze nochmal abkleben und dann kann ich hier unten streichen. Ich bin mal gespannt, erstens, wie gut der Kleber hält und zweitens, wie gut ich das ja, zurecht gesägt bekomme. Ja, das ist jetzt mein Plan. Das werde ich jetzt machen. Wir haben jetzt 10:30 Uhr morgens und ich hoffe, dass ich wirklich heute gut vorankomme. Ich habe nämlich heute Morgen schon Spieltreff von Haley ausfallen lassen dafür. Genau, das mache ich jetzt. So, die Leisten sind angebracht. Es war ein bisschen ja, aufwendiger. Hier muss der Maris es mir ausschneiden. Außerdem klebt das hier nicht 100%. Mir hat leider der Kleber nicht gereicht, aber mein Nachbar hat mir jetzt was gebracht. Ich habe gesagt, das muss der Maris noch ausschneiden. Und ja, hier ist fertig. Ja, hier sieht es gerade chaotisch aus. Helgi saß hier, während ich die Farbe ausprobiert habe. Sieht sehr dunkel aus. Aber ich finde die Farbe richtig cool. Genau, ich räume jetzt hier mal Chaos auf und dann streiche ich hier mal weiter. Ich habe jetzt noch ungefähr 40 Minuten Zeit, bis ich dann den Kleinen aus dem Kindergarten abholen muss. So ist der aktuelle Stand. Ich habe gestern alles einmal gestrichen. An sich eigentlich voll gut gedeckt, aber ich werde auf jeden Fall nochmal streichen. Ein paar Flecken sieht man da doch. Ja, ich habe gestern bis kurz nach 10 hier noch die Stufen geklebt. Der Marius war sehr angeschlagen und hatte keine Kraft gehabt, mir zu helfen. Aber ich bin ja so, wenn ich anfange, will ich fertig werden. Deswegen habe ich, wie gesagt, gestern selber geklebt. Und ich muss sagen, dafür ist das echt gut geworden. Hier bei der Stufe hatte ich ein bisschen Probleme und da musste ich stückeln, weil ich irgendwie nicht berechnet hatte, dass es da hinten so rausgeht. Entweder wir lassen die so oder reißen es raus und machen nochmal. Und für da unten hat mir der Kleber nicht ausgereicht, beziehungsweise wir haben noch eine Dose, aber die wollte ich halt gestern nicht nochmal aufmachen. Deswegen, ja, ich hoffe, dass wir heute die beiden Podeste kleben und dann diese dünnen Stellen hier noch. Und die Trittleisten, die sind gestern auch gekommen. Das heißt, das kann theoretisch auch fertig gemacht werden. Also schaut das aus. Ja, ich bin auch voll stolz auf mich, wie ich hier diese Holzleisten angebracht habe. Ich bin gespannt, wenn ich das Kreppband abmache, wie das Ganze dann aussieht. Ob ich da nochmal mit weißer Farbe nacharbeiten muss. Die Tür will ich jetzt auch die Tage von innen schon mal weiß machen. Von außen machen wir es im Sommer, weil da muss auf jeden Fall die Tür ausgehängt werden. Ja, heute scheint die Sonne. Wir haben jetzt 11 Uhr. Ich habe jetzt vormittags nichts gemacht, weil ich echt fertig war. Wir hatten eine katastrophale Nacht. Deswegen werde ich später, wenn die Kleine zum Mittagsschlaf geht, versuchen, oder nichts versuchen, ich werde auf jeden Fall ein zweites Mal alles streichen und dann gucke ich, ob ich selber schon die Podeste klebe. Den Kleinen hier könnte ich theoretisch schon selber machen. Und ja, wie gesagt, dann hoffe ich, dass wir die Stufen heute fertig bekommen. Das ist so mein Ziel und übermorgen kommt die Elefantenhaut. Die muss noch da drauf und ja, hier die Leiste fehlt immer noch. Dann muss der Maris mir das so ausgeizen, heißt das so, ausgeizen? Ja, so schaut das aus. Ich finde, die Farbe hat einen zu sehr Blaustich zu den Stufen. Also finde ich, sieht ein bisschen komisch aus, aber ich finde die Farbe an sich trotzdem sehr, sehr schön. Und ich glaube, dazu passen auch richtig gut so blau sage ich schon, so goldene Details. Das stelle ich mir richtig schön vor. Ja, genau. Also das ist so der Update. Und ja, auch das Geländer ist echt super schön in weiß. Es hat natürlich hier und da ein paar Macken. Aber hier, das Haus ist schon fast 75 Jahre alt. Und ja, dafür, dass ich am Anfang eigentlich überhaupt keine Ahnung hatte von dem, was ich hier tue, bin ich echt sehr stolz auf mich. Auch hier so. Ja. Genau, so sieht's aus. So, ich habe jetzt alles das zweite Mal gestrichen und das Kreppband auch überall abgemacht. Hier werde ich auf jeden Fall das Ganze nochmal mit weißer Farbe ganz präzise korrigieren müssen. Hier genauso, also besser ging das leider auch nicht. Ich weiß nicht, ob das an dem Kreppband liegt oder keine Ahnung. Ja, ich habe jetzt auch schon mal durchgesaugt, sodass wir gleich genug Arbeitsplatz haben, um hier die beiden Podeste zu machen. Und wie gesagt, und hier die dünnen Streifen, die müssen wir auch noch machen und dann die Leisten anbringen. Genau, so schaut das aus. Also ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden. Wie gesagt, außer, dass ich hier so ein paar Feinheiten machen muss.
Genau, hier ist ein bisschen viel Feinheit machen, aber das werde ich jetzt noch machen, solange ich noch ein bisschen Zeit habe. Und ja, so schaut's aus. Und für unten müssen wir ja noch Fliesen aussuchen. Haben wir ja auch noch nicht. Genau, so schaut's aus. Aber es gefällt mir auf jeden Fall schon sehr gut. Da kommt ja auch noch eine kleine Leiste dran, da oben. Die werde ich dann auch in diesem Weiß lackieren. Aber sonst, wie gesagt, irgendwann, wenn wir keinen Hund mehr haben, so in 15 Jahren oder keine Ahnung, in 10, werde ich da auf jeden Fall solche Kassetten hinmachen. Ich finde das so schön, also diese Stuckkassetten. Ja, so, und jetzt werde ich, wie gesagt, die Zeit noch kurz nutzen und die Feinheiten hier ausbessern. So, gestern ist hier nicht viel passiert, bis auf, dass ich die Winkelprofile, die hier auf die Stufen kommen, zurechtgeschnitten habe und Marius die unten abgeschnitten hat. Die standen ja ein bisschen über. Dafür haben wir den terminfreien Nachmittag genutzt und waren im Baumarkt und haben die Fliesen gekauft, die hier unten hinkommen. Außerdem, wie ihr sehen könnt, habe ich hier diese Lattung hier gekauft. Die ist hier so ein bisschen angeschrägt. Das wird später hier hinkommen. Das muss noch zurechtgeschnitten werden und dann lackiert in Weiß. Und ja, hier habe ich noch, die Stufe fehlt mir noch, weil hier muss es ja auf so Gärung geschnitten werden, so heißt es, ne? Und da unten ebenfalls, genau, das hier, das muss auch noch zugeschnitten. Das Problem ist, dass ich keine Gärungssäge, Kappsäge, wie auch immer das heißt, habe. Jetzt habe ich mal nachgefragt. Ich hoffe, dass mir heute jemand aushält. So, Akku ist leer gegangen. Dafür sind gestern ein paar Sachen angekommen, unter anderem hier dieser Türgriff. Der muss noch angebracht werden. Genau. Der hat nicht viel gekostet. Ich glaube 5 Euro für beide Seiten habe ich bei Kaufland bestellt, weil das Lackieren nicht geklappt hat. Genau, und die Elefantenhaut ist angekommen. Es sind hier jetzt nur 2,5 Liter und das steht für 12 Quadratmeter. Das heißt, es würde mir nur für einen Anstrich reichen und man soll das Ganze aber zweimal machen. Deswegen werde ich jetzt mit den wichtigsten Seiten anfangen oder beziehungsweise erstellen. Das ist auf jeden Fall die Wand und halt die Wand. Das ist so das Wichtigste, weil hier der Hektar immer lang läuft. Das da hinten ist jetzt nicht sonderlich wichtig. Da geht's. Wie gesagt, ich werde jetzt erstmal das Ganze hier einmal streichen. Es muss zweimal, zur Not muss ich halt das Ganze nochmal bestellen. Aber es war halt schon sehr teuer. Und ich hatte das auch nur bei Kaufland gesehen gehabt, deswegen habe ich es bestellt. Ja. Das werde ich jetzt, wie gesagt, machen und danach gucke ich mal, wie es zeitlich passt, ob ich das Ganze hier selber zusäge. Weil leider, ja, kann ich mich sonst auf keinen anderen verlassen hier. Also ist das wirklich 100% mein Projekt. Genau. So ist es wieder ein neuer Tag. Marius und ich haben gestern Abend noch die Trittleisten hier angebracht, bis auf 2 Stufen. Da muss nämlich was ausgegeizt werden. Ausgegeizt, ich weiß nicht, wie das heißt. Auf jeden Fall, finde ich, sieht das so gut aus und wie wir das auch mit unseren Hilfsmitteln, die wir überhaupt da hatten, hinbekommen haben. Also ich bin echt sehr, sehr, sehr zufrieden. Ich werde jetzt ein zweites Mal die Elefantenhaut anbringen und das ist übrigens die Fliese, für die wir uns entschieden haben. Sieht man jetzt nicht so gut, aber es ist ja vom Farbton fast gleich mit den Stufen. Das war uns ja sehr wichtig und das sind große Fliesen, wie ihr sehen könnt, das sind 60 auf 60. Ja, ich hoffe, dass der Marius die zeitnah anbringen wird. Hier ist übrigens Silikon. Wir müssen nämlich hier, sind an manchen Stellen die Fugen etwas größer, beziehungsweise der Abstand. Da werden wir auf jeden Fall Silikon reinmachen. Hier haben wir jetzt so ein dunkles, das ist für hier hinten gedacht. Und hier werden wir weiß hinmachen. Genau, wie gesagt, ich bin echt sehr zufrieden, dass wir das gemacht haben. Das wollte ich gestern eigentlich auch machen, diese Leiste. Die wollte ich eigentlich schon lackieren. Oh, was ist denn hier? Oh, ich habe mich gerade erschrocken. Ich dachte, da wäre Putz, aber das ist nur der Kleber. ja, auf jeden Fall ist das gar nicht so einfach, das zuzusägen in dem richtigen Winkel, wie wir das brauchen. Damit beschäftigen wir uns heute Abend oder heute Nachmittag. Und ja, deswegen, ich werde jetzt erstmal alles nochmal streichen. Ich hoffe, mir reicht die Farbe aus. Und dann werde ich hier mal alles abmachen, also die ganze Folie wegmachen und so weiter und so fort. Und dann muss ich auch noch diese Leisten, die da hinten dran kommen, sauber machen. Das sind, also wir werden die alten wiederverwenden, die da waren. Genau, die sind aber ganz schön verstaubt, deswegen mache ich sie dann noch sauber und die werden wir dann auch heute anbringen. Und dann ist eigentlich so
größtenteils hier alles fertig, bis auf das da unten, wie gesagt. Und die Tür will ich ja auch noch weiß machen. Mal gucken, ob ich sie dann morgen oder so in Ruhe lackiere. Ja. Neue Woche, neues Projekt. Die Treppe an sich ist schon zu 98% fertig. Es sind nur noch diese zwei Leisten, die hier unten, da die braunen, die müssen noch fertig gemacht werden, aber das strugglen wir so sehr. Ja, ich bin jetzt auf jeden Fall dabei, hier unsere Haustür anzuschleifen, denn ich möchte sie ja auch gerne weiß haben. Genau. Wie gesagt, ich bin gerade dabei und habe mir gedacht, ich muss euch hier updaten. Gestern war Sonntag, heute ist Montag. Gestern haben wir gar nichts gemacht. Das war auch wirklich schön, weil das Wetter war so toll. Wir waren mit den Kindern unterwegs. Ja, wie gesagt, jetzt mache ich die Tür. Und wegen den Fliesen, da habe ich auch einen alten Bekannten mal angeschrieben. Der ist Fliesenleger. Er kommt eventuell die Woche mal vorbei und guckt sich das Ganze an. Weil ich glaube, Marius hat erstens keine Lust und zweitens eigentlich auch gar keine Zeit. Und die Wochenenden sind eigentlich viel zu wichtig, um das damit zu verbringen. Deswegen ja, hoffe ich, dass das, wie gesagt, mein Bekannter macht. Ich mache jetzt hier mal weiter und gucke mal, wie weit ich heute komme. Ich habe ja gestern hier die Leisten zugeschnitten und angebracht und auch lackiert. Ich habe jetzt gerade mal meine paar Fehler ausgebessert, deswegen habe ich hier einen Pinsel in der Hand. Aber ich finde, ich habe das echt gut gemacht für mein Können. Ich wollte ursprünglich eigentlich die Leisten erst lackieren, dann anbringen. Einerseits denke ich, wäre es auch sinniger gewesen, aber andererseits, als ich halt die Nägel reingehämmert habe, habe ich halt schon ein paar Macken reingehauen. Deswegen denke ich mal, das ist gut, falls ihr wundert, warum da so fleckig ist. Wie gesagt, ich habe jetzt alle Fehler ausgebessert. Die muss ich natürlich dann nochmal mit Elefantenhaut nochmal bepinseln. Aber so schaut das jetzt aus. Ich finde, das sieht richtig gut aus, ohne mich selber zu loben. Ja, hier auf der Seite nochmal das Gleiche. Was ich hier vergessen habe, ich hätte hier nochmal Acryl reinmachen sollen. Vielleicht mache ich das auch noch nachträglich, wenn alles getrocknet ist. Und ihr habt ja gesehen, ich habe ja gestern angefangen, die Tür hier zu machen. Die habe ich schon einmal lackiert. Man sieht jetzt hier so die Flecken, beziehungsweise diese Holzstruktur. Und ich werde jetzt die Tür noch einmal lackieren und hoffe, dass es beim zweiten Anstrich alles gedeckt hat. Wenn nicht, muss ich halt das Ganze nochmal machen. Ja. Aber hier bin ich auf jeden Fall sehr zufrieden. Vor allem auch das mit dem Ausgeizen oder wie auch immer man das heißt, mit diesem Ausschneiden und so. Ja, finde ich, habe ich gut gemacht. Und ich bin so zufrieden, wirklich. Es sieht einfach so gut aus. Auch wenn es überall irgendwelche kleinen Macken sind, ist halb so schlimm. Also hier irgendwo, da zum Beispiel läuft der Lack ein bisschen runter.
Ich weiß auch nicht. Einerseits finde ich diesen Lack richtig gut, aber andererseits auch nicht so gut. Hier zum Beispiel hätte ein Profi wahrscheinlich so eine Holzspachtelmasse vorher genommen und das mal ausgespachtelt. Also wie ihr sehen könnt, da ist halt ein Riss im Holz und das drückt nach außen. Aber wie gesagt, dafür, dass ich das alles gemacht habe, bin ich echt total happy. Ja, ich bin auf jeden Fall froh, wenn das alles hier vorbei ist. Jetzt eigentlich, ich glaube, morgen, übermorgen oder so, wird mein Bekannter mal kommen wegen den Fliesen, habe ich euch ja gestern schon erzählt. Ja, ich hoffe, dass er das zeitlich machen kann und dass es mich auch nicht so viel kosten wird. Ja, aber ich freue mich. Vor allem, das sieht einfach so schön aus. Oh. Wer hätte das gedacht? Mein Projekt Treppenhaus ist so gut wie zu Ende. Ich hätte euch gerne natürlich es komplett fertig gezeigt, aber leider ist mein Bekannter krank geworden, der uns die Fliesen eventuell unten verlegen wird, da unten im Eingangsbereich. Und ja, da ich nicht länger warten möchte, euch das Ergebnis zu zeigen, habe ich mir gedacht, ich werde euch jetzt einfach schon mal zeigen, wie es aktuell aussieht. Und irgendwann folgt dann vielleicht in einem Vlog oder so das finale Ergebnis. Wie gesagt, unten müssen noch die Fliesen verlegt werden und dann kann auch alles eingeräumt werden, also unsere Garderobe und so weiter und so fort. Vielleicht werden auch noch ein paar Dekos hier eintreffen, aber wie gesagt, ich bin jetzt fertig geworden. Ich habe jetzt die Tür nicht noch einmal lackiert, also jetzt zweimal und ich hoffe, es reicht aus. Ich muss sagen, es war echt ein Struggle, weil drumherum so ein bisschen Farbe verlaufen ist. Ich habe das jetzt versucht, mit so einem Schnellreiniger das Ganze wegzubekommen, aber es ist einfach unmöglich. Ich überlege vielleicht, den Rahmen der Tür zu folieren. Mal gucken. Ich werde ja im Sommer sowieso die Tür nochmal angehen, also von außen lackieren. Deswegen hänge ich mich jetzt oder beziehungsweise bleibe jetzt nicht so lange an der Tür hängen. Ich bin super zufrieden mit diesem Ergebnis. Ich kann es einfach nicht glauben, dass diese 3 Wochen, okay, ich sag, ja doch, das sind 3 Wochen jetzt, genau. Ja, 2,5, 3 Wochen vorbei sind. Es waren wirklich richtig harte Wochen. Ich hätte niemals gedacht, dass ich das Ganze doch so alleine schaffe. Natürlich hatte ich hin und wieder mal Unterstützung von Maris gehabt. Mein Bruder war ja auch mal kurz da. Aber wie gesagt, ich hätte trotzdem niemals gedacht, dass ich das so gut alleine schaffe. Auch wenn es nicht 100% perfekt ist, für mich ist das perfekt. Ich hoffe, dass uns dieses Treppenhaus hier lange eine Freude bereiten wird, vor allem mir. Und dass es wirklich auch seinen Zweck erfüllt, hier mit der Elefantenhaut und so weiter. Dass es halt nicht so schnell dreckig wird. Und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß bei den Impressionen. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare, falls ihr irgendwelche Fragen habt. Ich sag's euch, ich hatte keine Vorkenntnisse. Weder beim PVC-Verlegen noch beim Verspachteln, beim Lackieren. Also eigentlich hatte ich überhaupt keine Ahnung, was ich hier mache. Und ja, dafür oder nichtsdestotrotz bin ich sehr zufrieden. Und jetzt folgen ein paar Impressionen.